Also zum Handball bin ich dadurch gekommen, dass mein Vater im Alter von 6 Jahren zu mir gesagt hat, ich soll irgendeinen Sport machen. Dann habe ich halt, also ihm ist es egal, was ich mache. Und dann habe ich ausprobiert, glaube ich, Leichtathletik, Fußball. Und eines Abends habe ich dann ihn mal erwischt, wie er ein Handballspiel im Fernsehen angeschaut hat. Und dann habe ich gesagt, okay, das will ich mal ausprobieren. Dann hat er mich nach Hart geschickt. Und dort habe ich dann angefangen, Handball zu spielen. Die bisherigen Stationen sind Hart und die Kadetten Schaffhausen. Ich war in der Jugend eigentlich immer einer, der mehr die Mannschaft motiviert hat und eigentlich mehr auf der Bank gesessen ist. Also ja, von der Jugend auf, aber mich bei jedem Tor, das ein anderer geschossen hat, so gefreut hat, wie wenn es ich selber geschossen hätte. Und habe halt nie aufgehört, weil viele Talente in Hart haben halt in der Jugend danach dann aufgehört, weil andere Dinge wichtiger waren, feiern gehen oder keine Ahnung was. Und ich habe halt nie aufgehört und immer weitergemacht und an mir gearbeitet und ja, dann mein Charakterzug als Kämpfer einfach dann zur Stärke gemacht. Ja. Ja, wie schon gesagt, also ich will mich als Kämpfer beschreiben und privat eigentlich als, ja, bin immer oder meistens gut drauf und habe auch immer einen Schmäh irgendwie und nehme nicht alles ernst und ja, und im Spiel ist es eigentlich, ja, wie gesagt, der Kämpfer, der Fighter und ja. Einer, der fürs Team alles gibt einfach. Ich bin Schütze und den Charakter vielleicht widerspiegelt, weil wir es gerade hatten, einer, der alles gibt für das Team. Vielleicht schütze ich auch irgendwie das Team intern und gebe alles, damit das Team niemand anders angreifen kann. Ja, ein Spieltagsritual habe ich gemeinsam mit Seppo, da wir ja gemeinsam zusammen wohnen. Wir stehen meistens so um 8:30, 9 auf. Dann gibt es ein Powerfrühstück, ein Porridge und danach aktivieren wir ein bisschen. Da mobilisieren wir und machen ein bisschen Schnellkrafttraining. Danach gibt es dann einen Snack, die spanische Tortilla, gibt es immer bei jedem Spieltag. Und dann ja, relaxen wir nochmal ein bisschen, lesen vielleicht was oder so oder gehen spazieren. Und danach gibt es dann so circa 3,5 Stunden vor dem Spiel, gibt es noch richtig was zu essen und dann begeben wir uns eh schon in die Halle. Ja, einen sehr großen, also dadurch, dass wir jetzt so viel Glück hatten mit der Gruppe, also mit der Ziehung der Gruppe. Ich denke, es sind alles Gegner, die wir schlagen können und wenn wir was erreichen wollen, schlagen müssen. Und ja, darum glaube ich, dass wir dort hoffentlich wirklich erfolgreich sein können und Handball Österreich in Österreich noch populärer machen können. Persönlich, ja, ich denke, jedes Großereignis mit dem Nationalteam ist persönlich sehr wichtig, dass man sich dort zeigt auf der großen Bühne. Und ja, dort können sich schauen viele Leute zu und können sich viele Sachen ergeben. Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass das ja, die beste Zusammenstellung geworden ist, die wir bekommen hätten können. Und jetzt sind wir quasi an der Reihe, also jetzt müssen wir zeigen, was wir können. Ich denke, dass jede Mannschaft in dieser Gruppe schlagbar ist für uns. Natürlich müssen wir jetzt halt in den Lehrgängen, die wir jetzt noch haben, alles Mögliche rausholen und ja, verfeinern. Und jeder muss voll konzentriert sein. Und wenn wir das schaffen, dann wirklich auf das Spielfeld zu bringen bei der Heim-Euro, dann bin ich guter Dinge.
Auf jeden Fall das Gefühl einer Heimeuropameisterschaft. Also wir haben das schon von vielen älteren Spielern gehört, dass das was Unglaubliches ist, dass wir nie vergessen werden in unserem Leben. Und einfach so dieses Feeling zu spüren und zu genießen und ja, nicht so verkrampft sein und einfach wirklich zu genießen und auf dem Spielfeld einfach ja, die Spielminuten gemeinsam wirklich ja, genießen einfach, ja.